Welche Paare dieser Punkte bestimmen denselben Vektor? Punkte A18-7, B222, C28-3, D326. Gut, was heißt eigentlich denselben Vektor? Was ist eigentlich ein Vektor? Ein Vektor ist sowas, ein Pfeil. Und in diesem Fall habe ich natürlich beispielsweise die Punkte A und B. Es muss jetzt nicht natürlich hier übereinstimmen mit den Punkten. Ich habe ja auch nicht mal ein Koordinatensystem, von daher kann das keiner wissen. Aber es ist letztendlich wurscht, der Pfeil geht von A nach B und er hat eine bestimmte Orientierung und er hat eine bestimmte Länge. Das ist ein Vektor. Das ist der Vektor AB. Wenn jetzt zwei Punkte ist noch, also das hier ist auch ein Paar von Punkten, A und B, das sind zwei Punkte, ein Paar. Jetzt können wir natürlich auch noch das Punktpaar A und C bilden. A und C, beispielsweise wenn C hier liegt, dann ist der Vektor von A nach C. Natürlich ist das nicht derselbe Vektor wie der von A nach B, weil er hat eine andere Orientierung und vielleicht hat er sogar eine andere Länge. Das gerade eben sah so ähnlich aus im Bild, deswegen habe ich es jetzt mal ein bisschen verlängert. Er hat eine andere Länge und oder eine andere Orientierung. Er kann natürlich auch hier in dieser, da könnte auch C sein. Dann hätte er zwar die gleiche Orientierung, aber nicht die gleiche Länge. Wenn er nur bis hier ginge, hätte er die gleiche Länge, aber nicht die gleiche Orientierung. Und das sind natürlich nicht die gleichen Punkte dann hinterher, beziehungsweise nicht die gleichen Vektoren. Das heißt, die Pfeile sind nicht genau die gleichen. Wenn ich denselben Vektor haben will, dann muss ich hier so hingehen und mir die Orientierung merken und das Teil hier wieder hinpacken. Wups, wups. Ist mir vielleicht, ist es mir jetzt gelungen. Wenn das hier jetzt zum Beispiel C und D sind, dann ist der Vektor von C nach D genau derselbe wie der von A nach B. Der Vektor von D nach C natürlich ist jetzt der in die entgegengesetzte Richtung zeigend. Ja? Aber es geht hierbei ja nur um Paare von Punkten. Das heißt, es geht, ne, der Vektor von, wenn ich nur das Paar angeben soll, würde ich jetzt Paar C und D ist gleich dem Paar A und B. Wobei ich dabei ja nicht ansage, in welche Richtung der Pfeil zeigen soll, deswegen ist es dabei hinfällig. So, wie kriege ich jetzt eigentlich raus, wie diese Vektoren lauten? Das heißt, wie komme ich von A nach B? Von A nach B komme ich, wenn ich den Vektor vom Ursprung zu A nehme und ihn vom Vektor, davon den Vektor vom Ursprung zu B abziehe. So, wenn ich mir das so vorstelle, habe ich ja hier ein Koordinatensystem. An der Stelle ist 0, 0, 0 und 1, 8, 7 wäre jetzt 1, 8, 7. Meinetwegen hier wäre A. Und der Pfeil würde jetzt also von 0 nach A würde zu A gehen. B wäre jetzt vielleicht hier. Tak, 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 keine Ahnung. Ist letztendlich wurscht. Das hier wäre dann B. Das wäre der 0b-Vektor. Wenn ich den 0b-Vektor vom 0a-Vektor abziehe, kriege ich diesen Vektor hier raus. Und dazu gibt es, glaube ich, auch schon ein Basisvideo, das will ich hier eigentlich gar nicht großartig thematisieren, aber man könnte natürlich jetzt auch 0b minus 0a raus errechnen. Da würde ja auch der Weg beschrieben werden, den man entweder von a zu b oder von b zu a gehen muss. Und dabei kommen nachher, das will ich jetzt aber gleich in der Rechnung nochmal zeigen, im Weg kommen dann sehr ähnliche Sachen raus, die ich verbal schwieriger beschreiben kann, wenn sie nicht an der Tafel stehen. Gut, also 0a minus 0b ist 1, 8 minus 7 minus 2, 2, 2. Da rechnen wir x minus x, 1 minus 2 sind minus 1, 8 minus 2 sind 6, minus 7 minus 2 sind minus 9. Wenn ich jetzt 0b minus 0a gerechnet hätte, dann wäre ja 2, 2, 2 minus 1, 8 minus 7 ist gleich, 2 minus 1 ist 1, 2 minus 8 ist minus 6, 2 minus minus 7 ist plus 9. Und jetzt kann ich darüber philosophieren, dass der zeigt halt in die eine Richtung und der andere zeigt in die andere Richtung. Aber das Punktpaar hat irgendwie was mit diesen Zahlen oder mit den Beträgen 1, 6 und 9 zu tun. Wurscht, wo die Vorzeichen liegen, weil der eine geht halt von A nach B und der andere von B nach A. Gut, jetzt kann ich ja hier zum Beispiel auch nochmal 0c-Vektor minus 0d-Vektor rechnen. 2, 8 minus 3 minus 3, 2, 6. Kommt raus, 3 minus 2 ist minus 1, 8 minus 2 ist 6, 3, minus 3 minus 6 sind minus 9.
Der ist jetzt der gleiche oder exakt gleiche wie dieser hier, aber wichtig ist nur, dass der, dass die Punkte, dass das Punktpaar C und D denselben Vektor irgendwie inne hat, wie der Vektor, der irgendwie was mit A und B zu tun hat. Ja, die Verbindungslinie von A nach B ist genauso lang und genau in die gleiche Richtung wie die Verbindungslinie von C nach D, beziehungsweise ist das dabei jetzt nicht so wichtig. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Wenn jetzt hier was völlig anderes steht, ja, nehmen wir mal an 1, 0, 3, dann kommt natürlich nicht, dann ist das nicht derselbe Vektor. Dieses hier, was wir hier vorhin raus hatten, es können sich natürlich halt, welche Paare dieser Punkte, welche Paarbeziehung muss ich denn jetzt eigentlich machen? Dieses hier war die Paarbeziehung AB. Das muss ich auch nur einmal machen, wenn ich darüber Bescheid weiß, was hier mit den Vorzeichen gemeint ist, in dieser Aufgabenstellung. Dann habe ich hier auch nochmal CD. Naja gut, jetzt kann man natürlich sagen, okay, von A kann ich mit B, mit C, mit D, von B kann ich dann noch mit C und D und von C kann ich nur noch mit D. Das sind alle Paarbeziehungen, die ich aufstellen kann. Hätte man auch anders rechnen können, 3 mal 2 mal 1, wären auch 6 gewesen. 6 Paarbeziehungen kann ich jetzt hier aufstellen und kann dann hinterher überprüfen, wie viele oder welche Paare dieser Punkte bestimmen denselben Vektor. Es kann ja auch sein, dass BC vielleicht auch denselben Vektor bestimmt wie AD, ja, oder so. Gut, das soll es von hier gewesen sein. Hier kommt noch das Schild und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.